Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einer weiteren Challenge Nuzlocke, denn es geht heute um meine erste Heavy Lock in Pokémon Smaragd. Und was das genau bedeutet, werde ich jetzt mal kurz erklären, weil es mal wieder eine Challenge Art ist, die ich mir selbst ausgedacht habe für den Livestream. Ihr wisst Bescheid, Freunde, meine Nuzlocks funktionieren so, dass ich pro Gebiet ein Pokémon fangen darf. Wenn Pokémon sterben sollten, sind sie für immer verloren und wenn ich einen gesamten Kampf verlieren sollte, ist der Run sofort zu Ende. Und zudem darf ich auch keine legendären Pokémon fangen und auch keine Pokémon, die den Run irgendwie cheesen würden, so wie Ninja Tom oder beispielsweise wohin genau, das wäre absolut lächerlich. Ich war also auch heute mal wieder sehr stark eingeschränkt und das Ganze wurde im Randomizer gespielt, um es interessanter zu machen. Die Heavy Lock allerdings hat das Ganze nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Die Heavy Lock-Regel besagt, dass man immer die 6 schwersten Pokémon spielen muss, die man derzeit besitzt. Das bedeutet, es geht nach dem Gewicht, was im Pokédex angegeben ist, was normalerweise fürs Gameplay bei Pokémon keine allzu große Rolle spielt. Aber heute ist es sehr, sehr zentral. Ja, und das bedeutet halt auch, dass ich nicht wirklich Teambuilding betreiben darf. Wenn ich immer die 6 schwersten Pokémon spielen muss, die ich gerade haben kann, naja, und die haben alle denselben Typen, dann bin ich extrem anfällig gegen die Typen, die dagegen sehr effektiv sind, und ich kann kein Teambuilding betreiben, um das so wirklich auszugleichen. Aber das war dann immer mein Pech. Und es gibt halt auch extrem viele sehr schwache Pokémon, die extrem viel wiegen. Beispielsweise sowas wie Georock, was ich nicht mal entwickeln konnte. Und um das Ganze noch etwas interessanter zu machen, habe ich auch immer mit dem schwersten Pokémon, was ich überhaupt hatte, geleadet, also ich hatte mein Team so ein bisschen sortiert. Und ich habe dafür gesorgt, dass wir eine Regel noch einführen, dass ich nicht bewusst irgendwelche Encounter skippen kann, die mir gerade nicht gefallen. Ich musste versuchen, alles zu fangen, was ich kriegen konnte. Und auch versuchen, solange es sinnvoll war, so gut wie möglich meine Teammitglieder am Leben zu erhalten. Auch wenn sie vielleicht nicht gerade spielstark waren. Ich fand es so deutlich unterhaltsamer, als wenn ich jetzt einfach die schlechtesten Pokémon immer sterben hätte lassen. Und dementsprechend ist hieraus auch eine coole Challenge geworden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Challenge Run und ich erzähle euch so ein bisschen, wie es mir ergangen ist. Und ich kann jetzt schon mal sagen, im Early Game war das Ganze natürlich noch nicht so krass, weil vollentwickelte Pokémon für gewöhnlich relativ schwer sind und deswegen habe ich recht früh ein recht gutes Team. Allerdings wird später das Teambuilding zum Problem werden und dann wird es härter. Und wir werden das Ganze auch in Zukunft nochmal umgekehrt machen, wo ich nur die leichtesten Pokémon spielen darf. Und da dort dann für eine ganze Weile vor allem Basis-Pokémon übrig bleiben, ist das deutlich schwieriger. Aber das würde ich sagen, ist ein Thema für ein zukünftiges Video. Ich werde aber auch heute mal wieder einige Livestream-Szenen einbauen, damit ihr quasi live dabei sein könnt. Und wir starten natürlich auch heute mal wieder mit der Wahl meines Starter-Pokémon. Ich habe mich aber dieses Mal dazu entschieden, gar keinen Starter auszuwählen, sondern quasi automatisch den schwersten zu picken. Und ich hatte hier die Wahl zwischen Kadabra, Sandama und Miltank. Und Miltank wiegt hier relativ eindeutig am meisten mit 75,5 Kilo. Es ist aber auch generell kein so schlechtes Pokémon, da es halt ein Normaltank ist mit guten Basiswerten. Naja, und es hat praktisch gar keine Schwächen. Nur eine gegen Kampf. Und ich habe mein Pokémon dieses Mal Bianca genannt nach einer Zuschauerin. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon auch euch benenne, dann könnt ihr das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar schreiben, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es auch schon los hier mit dem ersten Kampf gegen Maike. Ich sage es aber immer wieder, ich würde diese ersten Kämpfe in Nuzlocke nicht wirklich zählen lassen, weil man die kaum beeinflussen kann. Und in diesem Fall hier war es sogar ziemlich spannend. Maike hatte nämlich einen Latios, direkt ein Legendary-Pokémon, mit Psi-Welle, dessen Schaden variieren konnte. Allerdings hatte ich hier so viel Glück und Latios hat so schlechte Rolls bekommen bzw. so wenig Schaden gemacht, dass ich tatsächlich gewinnen konnte. Da sieht man sofort, dass Miltank ein relativ guter Tank ist, der auch ein bisschen was wegstecken kann. Sowas zu Beginn einer Nuzlocke zu haben, ist durchaus eine Bereicherung. Auch wenn dessen Moveset natürlich mit Tackle jetzt noch nicht so krass war. Und als das Tutorial dann zu Ende war, konnte ich jetzt anfangen, richtig Pokémon einzufangen und ich habe sofort mir alles geholt, was ich kriegen konnte, auf dem Weg zur ersten Arena. Und das sind die Pokémon, die ich fangen konnte. Ich habe hier einen Endivir gefunden, ein Anorit, ein Glutexo, ein Morlord, ein Hopspross, ein Elektroball und ein Nidoking. Endivir allerdings ist nicht im Ball geblieben, ich habe wirklich alles versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und das ist äußerst schade, weil Meganie hätte später über 100 Kilo gewogen, genau genommen 100,5. Und ich hätte es vermutlich später spielen können und es wäre sehr stark gewesen. Aber gut,
Zumindest habe ich hier Morlott gefunden, was sofort 75 Kilo gewogen hat, also fast so viel wie Miltank. Und auch Glutexo, was später als Glurak 90,5 wiegen wird. Ich werde generell die Gewichte hier mal einblenden, damit ihr halt ein Gefühl dafür bekommt, auch was die verschiedenen Entwicklungsstufen angeht. Und ich habe die Pokémon auch immer so früh entwickelt wie möglich, damit ihr da quasi einen Überblick habt. Electroball und Nidoking waren aber auch nett, also das waren zumindest schon mal voll entwickelte Pokémon, auch wenn die vielleicht nicht die besten Movesets hatten. Was ich jetzt aber auch schon mitnehmen konnte, war die gute alte Flinkklaue, mit der ich stellenweise Pokémon outspeeden konnte, für die ich eigentlich zu langsam war. Das wird jetzt für den heutigen Challenge Run keine riesige Rolle spielen, aber ich wollte es mal eben anmerken. Ja, und was dann ebenfalls in Meteoros City stattgefunden hat, war der erste Arena-Kampf gegen Felicia. Und hier werde ich jetzt zum ersten Mal eine Livestream-Aufnahme einblenden, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie es ist, diesen Run hier zu spielen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Und Felicia hatte hier schon insgesamt 3 Pokémon. Eine Herausforderung von Felicia. Wir beginnen mit Raikou. Alles klar. Okay, wir haben Bianca mit Stampfer vorne, die zum Glück unser schwerstes Pokémon ist. Die ist ziemlich gut. Wir könnten auf Flinches gehen, wobei Raikou wird mich outspeeden. Mein Problem ist halt, ich könnte in Morlord wechseln. Das ist immun gegen Elektro, aber dann fräse ich halt Biss auf Dauer und ich kann mit Morlord Raikou nicht viel Schaden machen. A, habe auch keinen vernünftigen Move, also kann ich eigentlich nur mit Bianca draufhauen gegen das Legi. Ein Igler bringt auch nichts, los geht's. Silberblick spielt absolut keine Rolle, das ist ein Missplay. Stampfer macht nicht viel Schaden leider, Donnerschock wird gut wehtun. Raikou ist nicht schwach. Ja, 12 Damage, das sind nicht so wenig. Kommt ein Trank jetzt schon? Es kommt ein Trank, ja. Das ist nicht so gut für uns, glaube ich. Ja, der wird jetzt auf jeden Fall nochmal einen Angriff überleben. Bianca ist halt mein bestes Pokémon und dem geht es jetzt gar nicht mehr so gut. Ich habe ihr zum Glück eine meiner wenigen Sinebären gegeben für den Kampf. Deswegen bin ich jetzt nicht in Crit-Range. Aber ja, Raikou wird nochmal angreifen und jetzt kann ich Bianca nicht mehr wirklich gut benutzen. Mal gucken, wie gut die anderen Pokémon von ihr sind. Raikou war schon eine Ansage, muss ich sagen, für den Start. Wir haben ein Blanas. Okay, Blanas ist gut für uns. Da kann ich in Glutexo gehen. Hier Glut. Das sollte kein Thema sein. Dann ist halt die Frage, was das Level 15er ist. Wenn es auch voll entwickelt ist, vielleicht wird es gefährlich. Wachstum. Sollte nirgendwo hinführen eigentlich. Geduld ist halt so eine Sache bei Samurzel immer und Blanas etc. Aber für Geduld hat er gar keine Zeit. Härtner, wow. Hat sie vielleicht ein starkes 15er? Okay, nimm den Trank gerne. Lol, das bringt überhaupt nichts, ne? Ist einfach tot. Ah, nicht ganz. Doch. Bester Trank ihres Lebens, GG. Gut gemacht, Felicia. Was ist hier 15er? Tunnel. Okay, kein richtiger Gegner, das heißt, wir haben gewonnen. Sie hat actually nur Bodycheck, sprich Glutod oder Two-Shot. Alter, kriegt das wenig. Alter, okay. In dem Fall muss ich nochmal auswechseln, auch wenn es traurig klingt, weil ich im Crit-Range bin. Okay, das ist sad. Wir gehen in Gaudium. Für Aquaknarre, schätze ich mal. Irgendwie krass, dass wir so wenig Schaden machen mit Glutexo. Ist Tunnel schon so defensiv? Echt schlechtere Basis-Pokémon eigentlich. Das kann halt nur Bodycheck. Da brauchen wir halt hier die Beere, aber das soll mir recht sein. Ich hätte vielleicht in Nidoking gehen sollen, um die Beere zu sparen. Was soll's. Insgesamt war der erste Orden jetzt nicht wirklich schwierig, vor allem wegen den hinteren 2 Pokémon. Ich finde es aber schon sehr unterhaltsam, wie Felicia fast in jedem meiner Nuzlocke-Runs immer ein Legi hat, direkt zu Beginn, und diesmal war es halt Raikou. Ja, aber direkt danach gab es dann noch einen Kampf gegen Maike, ebenfalls in Meteoros City. Die hatte allerdings nur 2 Pokémon und aber nichts wirklich Spannendes dabei. Die hatte hier nur einen Tyrakrok und einen Ditto und die ist ja sogar theoretisch optional. Wo es dann aber wieder interessant wurde, war bei den nächsten paar Encountern. Und zwar konnte ich dann rund um Faustdorf Hafen alles mögliche einfangen und ich habe hier einen Dickdar gefunden, ein Traumato, ein Logok, ein Baumpel und ein Ariados. Und hier sieht man jetzt zum ersten Mal, wie traurig die Heavy-Lock-Regel sein kann.
Logok ist ein geniales Pokémon. Feuerkampf, also eine seltene Typenkombo, Inhalt der dritten Generation und sehr, sehr spielstark. Es wiegt aber nur 52 Kilogramm. Das werde ich nicht lange spielen dürfen. Und stattdessen habe ich halt wie gesagt Traumato gefunden, was später als Hypno 75,6 wiegen wird, also ein gutes Stück mehr. Es kann hier stellenweise passieren, dass ich wirklich ein Trash spielen muss, obwohl ich eigentlich gute Sachen auf der Box habe. Einfach nur, weil auch schlechte Pokémon stellenweise echt viel wiegen können. Faustauhafen hatte aber auch Gutes für mich parat. Denn bei der zweiten Arena von Camillo bin ich dann sehr, sehr gut durchgekommen. Camillo hatte hier nur ein Porygon, ein Taubsi und ein Onix und war dementsprechend absolut kein Gegner. Ich habe heute mal wieder dafür gesorgt, dass ab Level 30 alle Gegner immer nur vollentwickelte Pokémon haben werden, aber das war zu diesem Zeitpunkt hier einfach noch nicht der Fall. Wo es dann aber wieder umso frustrierender wurde, war bei den Encountern rund um Gravipod City. Denn ich habe dort dann ein Mediti bekommen, ein Magnetilo und ein Schnepke. Erstmal alles nur Basis-Pokémon, also werde ich auf die Entwicklungen eine Weile warten müssen. Mediti ist generell kein gutes Pokémon und Magnetilo wäre perfekt gewesen. Das würde sich relativ früh entwickeln und Magneton ist generell eines der mächtigsten Nuzlocke-Pokémon in der gesamten dritten Generation, würde ich sagen. Elektrostahl ist fast schon broken. Es würde aber dann später nur läppische 60 Kilo wiegen, was einfach nicht so viel ist. Schnepke aber wiederum, was sich auf Level 42 zu Phenontor entwickelt, was nicht gerade spielstark ist, wird später 256,5 Kilogramm wiegen und ist eines der schwersten Pokémon aus dem gesamten Pokédex. Ich wusste also, wenn ich später nichts Schwereres finden werde, bis zu Level 42, wird irgendwann Phenontor mein Lead sein, eventuell sogar bei der Pokémon-Liga. Und das war keine so gute Aussicht. Ein Kampf, den ich dieses Mal aber sogar einblenden möchte, ist der nächste Kampf gegen Maike oberhalb von Gravipod City. Der ist für gewöhnlich nicht so spannend, aber ich kann euch hier etwas zeigen, was später interessant sein könnte. Ihr erstes Pokémon war irrelevant, weil das war nur ein Pfiffchen, was ich über Stampfer-Spam von Miltank in kürzester Zeit besiegen konnte. Aber dann kam irgendwann ihr Stalos rein. Und ich hatte hier durchaus ein gutes Out gegen Stalos, und zwar mein Morlord, mit der Attacke Aquaknarre. Und deswegen war es hier in dieser Konstellation jetzt erstmal nicht so gefährlich. Aber wie gesagt, ich kann mein Team nicht selbst bestimmen. Wenn ich mal zu einer Konstellation kommen sollte, wo ich ein physisches Wand-Pokémon wie Stalos nicht brechen kann, habe ich einfach gar nichts dagegen. Ich muss also aus dem, was ich unbedingt spielen muss, in dem Fall dann das Beste machen und eventuell mit TMs oder so aufrüsten, damit ich gegen solche potenziellen Gegner auch immer ein Out habe. In dem Fall war es aber hier noch nicht notwendig und ich konnte das Ding besiegen und es kam dann auch später Tentoxa rein und das konnte ich hier sehr, sehr gut killen, über mal wieder Miltank, denn tatsächlich hat Tentoxa keine so gute physische Defense und deswegen hat hier Stampfer sehr viel Schaden gemacht und ihr seht schon, ich habe auch Tentoxa outspeedet, denn Miltank hat verdammt gute Init-Werte. Das wird gerne mal unterschätzt. Meine Encounter in Malvenfrost City allerdings war eine komplette Katastrophe. Ich habe hier einfach einen Schwalbini gefunden, mit läppischen 2,3 Kilo, es würde auch als Schwalboss nicht viel wiegen, und ein Nebulak. Nebulak wäre echt gar nicht mal so übel, Alpollo kann man in Nuzlocke unironisch spielen, aber es wiegt 0,1 Kilogramm, wird ein bisschen kritisch, das hier ins Team zu bekommen. Immerhin hatte ich dann aber Glück beim Walter-Boss-Fight. Und zwar hatte der nur ein Ledian, ein Amaldo, ein Blanas und ein Visor. Ebenfalls nix safe vollentwickelt, da war ja noch unter Level 30. Das war aber auch bitter notwendig, weil mein Team war zu dem Zeitpunkt nicht gerade gut und ich musste hier sogar nach wie vor Ariados spielen, weil ich ja an Malvenfroh nichts Schweres gefunden habe. Das war eigentlich ein bisschen traurig. Ja, es ging also weiter mit weiteren Encountern nach Malvenfroh City. Wie gesagt, im Early Game ist noch nicht so viel Spannung bei den Bosskämpfen, weil ich ja vollentwickelte Pokémon immerhin spielen durfte. Ja, und ich habe dann hier ein Enteron gefunden, ein Banette, ein Tauboga, ein Flamara und ein Kokuna. Und das waren erneut hier absolut keine guten Neuigkeiten. Banette und Flamara wären noch recht spielstark gewesen, wiegen aber praktisch gar nichts. Und die anderen sind einfach nicht stark. Und Enteron musste ich jetzt sogar spielen als Lead, weil das Ding 76,6 gewogen hat, also leicht mehr als Miltank. Und das Ding hat nicht nur schlechte Basiswerte, es hatte zu diesem Zeitpunkt hier noch nicht mal einen Wassermove. Gott sei Dank war dann aber der Bosskampf gegen Mark ziemlich geschenkt. Ich meine, der hat ja nur drei Pokémon, er ist also eher als Mini-Boss zu sehen, sowieso. Und ich durfte dann noch ein weiteres Pokémon fangen.
Und das war dann ein Morabbel. Und das wog hier zunächst mal nur 28 Kilo, ich durfte es also noch nicht spielen, aber später als Zumpex wird es 81,9 haben und sogar ziemlich spielstark sein. Ich würde mal behaupten, das ist ein sehr gutes Nuzlocke-Pokémon und es hat nur eine Schwäche gegen Pflanze. Das ist recht besonders. Und dann ging es weiter zur Arena von Flavia und das ist für gewöhnlich der Feuerorden und die besitzt hier insgesamt 4 Pokémon. Und ich bin hier auf Level 26 angetreten, weil die von der Levelkurve her einige Ausreißer hat und das ist immer ein bisschen blöd bei Flavia. Das hier war jetzt aber auch der letzte Bossgegner, bei dem es im gesamten Team passieren kann, dass nichts voll entwickelt ist. Und das ist dann auch so ein bisschen so eingetreten. Gegen Eternity Ursa konnte ich den Nidoking einwechseln für Doppelkick, denn mein Logok konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr spielen, weil es leider nicht genug gewogen hat. Und als dann Eternity Ursa irgendwann down war, hat sich hier ein Quapuzzi eingewechselt, was ich besiegen konnte über Elektroball. Und Überraschung, ich blende den Kampf hier deswegen ein, weil nach dem Quapuzzi einfach noch ein Quapuzzi kam. Es ist so dermaßen unwahrscheinlich im Randomizer, zweimal dasselbe Pokémon zu sehen, aber das Ganze auch noch vor Level 30 bei einer Mid-Stage, wo ja der Pokémon-Pool noch deutlich größer ist, das macht es noch umso lächerlicher. Beide waren hier aber kein großes Problem und das hintere konnte ich sogar wegritten. Und ihr letztes Pokémon war dann Sneebel, was ebenfalls kein großer Gegner war. Ich kann euch aber an der Stelle beruhigen, es wird gleich sehr, sehr viel spannender werden. Wie gesagt, die Levelkurve hat gleich Level 30 erreicht und dann kann dieser Run hier erst so richtig beginnen. Und der einzige Encounter, den ich wahrnehmen durfte, auf dem Weg zu Norman, war dann ein Magnein. Und das Ding hatte gerade mal 37 Kilogramm, es war also relativ irrelevant. Ja, wir kommen jetzt also direkt zum Kampf gegen Norman und das ist jetzt ein weiterer Orden, den ich als Livestream-Ausschnitt einblenden werde, weil der überraschend spannend war. Norman ist der 5. Arena-Leiter mit einem Golbat. Der letzte Leiter, der hauptsächlich unterentwickelte Pokémon haben könnte. Ja, Confusion ist hier, denke ich, recht logisch. Ich meine, es wird halt wenig Schaden. Alter, wow. Okay, Superschall-Missplay ist sehr angenehm. Vielleicht verschwendet er einen Trank, das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich kann Golbat mit Mühe 3-shotten. Golbat rein in die Missplays, sehr schön. Wie ich hier durchgewunken werde durch den Nuzlocke bisher ist wild. Und dann hinten kommt die Zerstörung wahrscheinlich. Starmie. Starmie ohne Moveset so wirklich. Das heißt, wir gehen in Pugo und versuchen mit Funkensprung was zu reißen. Er sollte Aquaknarre und Genesung haben. Und Sternschauer. Kommen wir mit klar, I guess. Alter, das war viel Damage. Man unterschätzt aber auch so ein bisschen den Spats Attack von Kugo. Elektroball hat gar nicht so wenig Angriff. Trash-Pokémon ist natürlich trotzdem. Gehweier! Was ist denn los mit den Arena-Leitern? Okay, Hypertrank. Ich würde Finale drücken. Ich muss mir verkneifen gerade so ein bisschen. Und noch ein Hypertrank. Alle rein in das Geweiher, los. Die Hypertränke haben sich gelohnt. Oh mein Gott. Mach doch nicht diesen jetzt. Wow. Okay, 6 gegen Groudon. Finde ich fair. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier ernsthaft Game Over gehen. Das ist doch nicht wahr jetzt. Finale. Sofort. Das ist halt kein Damage, aber das ist das Beste, was Elektroball hier tun konnte. Kreideschrei bringt auch nicht wirklich was, weil das Problem ist, dass er mit Protzer gegen Setupen kann und dann ist es sofort nichtig. Dass wir so wenig machen, ist schon brutal, weil Finale halbiert sogar die gegnerischen Verteidigungswerte extra. Aber Elektroball hat halt einfach keine physische Attack. Hypnose. Oh mein Gott, hier stirbt mein ganzes Team. Der hat auch eine Citrobeere natürlich. Ich muss jetzt probieren, auf Konfusion zu gehen. Ich könnte Aussetzer machen, um Schlitzer zu blockieren, aber dann spammt er Antikraft für Omniboost. Habe ich auch keine Lust. Dann soll er lieber Schlitzer machen. So wenig. Schläft tief und fest.
Immerhin wacht er nicht instant auf. Zum Glück hat er die Tränke nicht mehr. Stell dich vor, er hätte alle Tränke noch. Oh mein Gott. Gott sei Dank hat Gewaya die gefressen. Ich könnte Hypnose machen. Nee. Ich brauche, glaube ich, den Damage. Okay, aber jetzt wacht er ziemlich safe nächste Runde auf. Jetzt ist Hypnose schon lukrativer. Ist absurd, wie wenig Schaden ich mache. Oh Gott, jetzt missplay ich auch noch die Hypnose, geil, weil die Schlafchain so lang ist. Krass. Die Idee ist natürlich, eine zweite Schlafchain zu enablen, bevor Hypno down geht. Was actually funktioniert. Wow, okay. Ja, ich meine, was kann ich jetzt machen? Am besten eigentlich in Miltank gehen und hoffen. Ja. Am besten in Miltank gehen und hoffen. Solange physische Attacken noch was bringen. Mein bestes Pokémon verwenden. Wassermoves von Morlord in der Sonne, auch geniale Idee, Chat. Stell dich vor, Groudon hätte hier Leftovers, einfach unbesiegbar. Stärke. Hypno hat gerade den Run anders gerettet. Es ist insane. Diese Schlafchains sind gerade so gut. Okay, das ist krass. An dem Punkt gibt es ein klares Play. Stampfer für Flinch, falls er aufwachen sollte. It will win. Kann ich einen Schlitzerkrit töten? Nein. War ein sicherer Sieg an der Stelle. Okay, wir können weiterspielen, aber das ist auf jeden Fall Hypno zu verdanken. Ohne Hypno wären hier mindestens zwei Pokémon gestorben oder ich hätte panisch hin und her wechseln müssen, immer wieder gegen die High Crit Rate von Schlitzer, das wäre nicht gut geendet. Es ist schon verdammt unterhaltsam, oder? Ich meine, Groudon war zu dem Zeitpunkt im Franchise das schwerste Pokémon aus dem gesamten Pokédex. Mit 950 Kilo, das ist fast eine Tonne. Und gerade dieses Legi zerstört fast den Run. Ich meine, was ist die Wahrscheinlichkeit, bei der ersten Heavy Lock fast daran drauf zu gehen? Aber gut, ich habe dieses Groudon hier, vor allem wegen diesem schweren Hypno, Gott sei Dank einschläfern können, um das Teil in den Griff zu bekommen. Elektroball ist aber leider weggestorben und ich denke, das zu opfern, war auch eine sehr gute Entscheidung. Der Rest des Kampfes allerdings war ganz gut machbar. Danach konnte ich jetzt aber auch wieder Encounter wahrnehmen. Und dort wurde es jetzt richtig interessant. Denn ich habe hier ein Georock gefunden, ein Lamus und ein Phanpy. Einfach mal die drei schwersten Pokémon, die ich bisher spielen durfte. Phanpy wurde sofort zu Donphan mit 120 Kilo, was überhaupt nicht spielstark ist. Es lernt fast gar nichts und ist einfach nicht gerade gut für Nuzlocke. Georock wiegt 105 und kann niemals entwickelt werden, weil ich dafür einen Tausch bräuchte, den ich nie machen kann. Und das Ding ist eine absolute Katastrophe im Team. Und Lamus ist ziemlich spielstark, wiegt aber auch nicht krass viel, könnte also später wieder rausgekickt werden. Ja, ihr merkt also schon, ich habe diese Stelle hier im Run so ein bisschen mit einem lachenden Auge gesehen und dass ich jetzt Georock tatsächlich spielen musste, war schon ziemlich witzig. Nach einem ziemlich leichten Fight gegen Maike beim Klimainstitut konnte ich dann aber noch ein weiteres Pokémon fangen und das war dann Goldini bzw. Golking, was nicht viel wiegt und auch nicht spielstark ist, also für diesen Run hier relativ irrelevant. Wir kommen jetzt also sofort zum Kampf gegen Wiebke und das ist normalerweise die Flugarena. Und die ist deswegen interessant, weil Wiebke hier auch mal wieder einige Pokémon hat, über Level 30 und ganz wichtig, die hat ein fast volles Team, also 5 Pokémon insgesamt. Und das ist für einen Arenaleiter noch so früh im Spiel äußerst ungewöhnlich. Ich finde, man kann bei dem Kampf hier mit der meisten erkennen, wie unfassbar schlecht mein Team eigentlich war zu dem Zeitpunkt. Ich meine, ich konnte ihr Snubbull easy killen über Intensität von Georock, aber dann ging es weiter mit Azumarill. Und das ist bei weitem kein starkes Pokémon, ich hatte aber überhaupt kein Out dagegen. Ich musste hier Miltank einwechseln und Stärke Spam neutral, was halt allmählich immer und immer schlechter wurde. Die Attacke war halt einfach nicht allzu stark und konnte gar kein Pokémon im Spiel sehr effektiv treffen. Und danach kamen dann auch Tangolist und beispielsweise auch Nachtara und auch gegen die beiden hatte ich nicht einen sehr effektiven Move in meinem Team. Hätte Wiebke hier ein gutes, ausgewogenes, mächtiges Team gehabt, hätte ich quasi gar nicht richtig angreifen können gegen sehr, sehr viele Teile des Pokédexes.
Ich mein Donphan und Miltank konnten praktisch nur angreifen über Normalattacken. Ich hatte zwei Wasser-Pokémon und gleichzeitig zwei Psycho-Pokémon im Team, während Enteron auch noch Psycho-Coverage hatte. Und dann nur noch dieses schlechte Georock. Ich hatte praktisch gar nichts Ausgewogenes und deswegen wäre das hier niemals ein Nuzlocke-Team, was man irgendwie spielen wollen würde. Ja, ich habe es aber trotzdem geschafft, diese mittelmäßigen Pokémon von Wiebke halt zu besiegen, weil die eben nicht so stark waren. Und als dann später noch Traunfugil reinkam, das sogar immun war gegen Normalattacken, musste ich noch Enteron auspacken, was jetzt zumindest Surfer hatte. Das hatte ich freigeschaltet durch den Sieg gegen Norman und das hat zumindest die Wasser-Pokémon hier ein bisschen aufgewertet. Aber generell war dieses Team hier wirklich furchtbar. Und an dem Punkt war eine Sache unmissverständlich klar. Wenn ich nicht bald mal Pokémon finde, die schwer sind und auch wirklich spielstark sind, werde ich spätestens bei der Pokémon-Liga praktisch gar keine Chance haben. Und meine nächsten Encounter waren dann Visor, Omot, Absol, Arcani und Galoppa. Die letzten beiden reißen es so ein bisschen raus. Ihr müsst wissen, Arcani setzt normalerweise in Nuzlocks gerne Brüller ein, um einfach so aus den Catch-Versuchen zu fliehen. Dass man es also wirklich bekommt, ist unwahrscheinlich. Ich hab's hier aber gekriegt und das Ding wiegt 155 Kilo und ist Typ Feuer. Und Galoppa wiegt 95 und ist ebenfalls relativ spielstark. Das heißt, ich hatte plötzlich Feuer-Coverage, die ich tatsächlich spielen durfte. Und das hat mein Team hier so ein bisschen rausgerissen. Ich musste jetzt aber weitere Bosskämpfe auch noch machen, die stellenweise recht bedrohlich sein können. Beispielsweise musste ich jetzt in Seegrapsol City noch ein letztes Mal gegen Maike kämpfen, weil ich das bei meinen Nuzlocks auch immer mache, obwohl das eigentlich ein optionales Battle ist. Und die hatte jetzt vier Pokémon, die alle safe voll entwickelt waren. Das war ein recht spannender Kampf. Maike hat jetzt nur noch voll entwickelte Pokémon und ich spiele plötzlich gefühlt nur noch Feuer. Sie hat einen Glurak. Das ist jetzt nicht das Matchup, was ich haben wollte, um ehrlich zu sein. Bedroher. Wir gehen auf Mario. Das Problem ist, ich möchte so ein bisschen Dingens schonen. Das Lamus, weil es mein bestes Pokémon ist. Ich hätte theoretisch auch Georock einwechseln können. Aber ich glaube, Georock kann als Gesteinswall mehr tun als Enteron fast schon. Das wäre aber nicht One-Shotten, ist schon ein bisschen traurig. Blut. Okay, Glurak hat hier kein so gutes Moveset. Glurak muss ich gleich auch spielen halt. Glurak ist down. Weg mit dir. Wenn ich Maike schaffen sollte, bekomme ich zumindest Blizzard etc. und kann es kaufen, endlos. Groink. Spezielle Wall. Screech. Magiemantel. Okay, das war belastend. Nicht schlecht, Groink. Wir gehen rüber in Rainer, würde ich fast sagen. Rainer kann hier recht viel tun, ja. Mit Stärke physisch. Confuse Ray. Das ist belastend. Wir gehen in Stärke. Wie viel macht Psybeam gegen Donphan? Wahrscheinlich zu viel. Oh mein Gott, ist das viel. Warum ist es so viel? Stärke. Ja, ich bleib mal eine Runde drin. Ich könnte weggekrittet werden, natürlich. Magiemantel nur. Nicht mehr verwirrt. Okay, wunderbar. Dann sollten wir Groink auch schaffen, außer ich werde mich jetzt noch ein weiteres Mal selbst verletzen. Er macht nur Psybeam. Und auch kein Grit. Okay. High-Range Crit hätte mich vielleicht killen können. Also bisher läuft es ja eigentlich ganz gut. Kramurx ist hier tatsächlich voll entwickelt gewesen. Korrekt. Ich sollte aufpassen. Das Problem ist, Kramurx könnte Bohrschnabel haben und dann Verfolgung. Deswegen tendiere ich zu Basti für Steinwurf. Gut, dass ich es mal aufgehoben habe. Ich dachte mir, dass Basti mehr bringt hier als Enteron. Nachtnebel, okay. Und schon hat Basti ein Problem. Vergesst, was ich eben gesagt habe. Wir gehen in Christoph. Bitte mach keine Verfolgung. Oh, okay. Ich hätte gehofft, dass er nicht sofort Nachtnebel spammt. Alter, 34 Schaden ist so viel. Ja, ich weiß nicht. Hitzekolle. Er hat Verfolgung. One Hit. Immerhin. Also Arcani ist echt nicht schlecht. Das war ein sehr schöner Fund. Durchaus.
Vor allem als Lied ist mit Hitzekoller eigentlich einiges zu machen. Okay. Hallo. Es gibt einen gewissen Grund, warum ich mir Lamus in einigen Situationen ein wenig aufspare in diesen Kämpfen. Grimasse. Misplay, sehr schön. Und wir spielen den Ice Beam. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Alter. Er hat mich fast gewone-shotet mit einem Crit. Ist er tot? Okay, ich hatte Rayquaza gut im Griff, weil ich Lamus gut geschont habe. Ich hatte so ein Gefühl, dass man Lamus ein bisschen aufsparen sollte in so einer Situation. Ich möchte an der Stelle nochmal festhalten, dass die Attacke Eisstrahl, die ich benutzt hatte, um dieses mächtige Rayquaza zu outen, einmalig war. Ich konnte das nur einmal finden im Schiffswrack und habe das random mitgenommen, obwohl das weiß Gott nicht auf dem Weg lag, und habe das zum Glück auf Lamus geklatscht, ansonsten hätte ich gegen Rayquaza überhaupt kein vernünftiges Out gespielt. Das hätte mich ziemlich hart zerstören können. Kurz darauf durfte ich dann aber wieder ein Pokémon fangen, beim Versteck von Team Magma. Ich habe dort aber nur ein Kecleon gefunden, was 22 Kilo wiegt. Absolut unspielbar und auch nicht schwer genug für die Challenge. Der nächste Kampf gegen Mark war aber auch nicht so spannend, weil der hatte hier nur ein Geradax, ein Diktri und ein Dragoran, und dagegen hatte ich mal wieder Ice Coverage. Und ich konnte sogar mittlerweile Blizzard haben, aus dem Einkaufszentrum, was mich auf der Eisseite noch ein bisschen gebufft hat. Aber das ist generell kein wirklich großer Bossfight. Was jetzt aber deutlich relevanter war, war die nächste große Encounterwelle in den Meeren von Höhen. Denn ich wusste, es kommen jetzt so viele Pokémon dazu, dass es die letzte große Wahrscheinlichkeit ist, das Team bedeutend zu verbessern. Wenn die Meere von Höhen nichts Gutes geben, ist das nie ein gutes Zeichen für Nuzlocke, weil die halt einen so großen Teil der Encounter ausmachen. Und ich habe hier Folgendes bekommen. Geweiher, Schmerbe, Teddiursa, Noctu, Ledibar, Sterndu, Smetbo, Pantimos, Raupi, Blanas, Traunfugil, Kilia und Vipitis. Kompletter Schrott. Alle Pokémon davon sind praktisch so leicht, dass sie unspielbar waren für den Run, außer Teddiursa, was zu Usering werden kann, mit 125,8 Kilogramm und der Fähigkeit Adrenalin. Das ist ein weiterer Normaltank, der vor allem, wenn er vergiftet ist, sehr guten Schaden machen kann, also das war halbwegs solide. Aber praktisch nichts anderes davon durfte ich benutzen. Und Smetbo ist sogar geflohen durch Wirbelwind beim Catch-Versuch und Kilia durch Teleport, also die beiden fallen sowieso weg, die konnte ich nicht mal einfangen. Die Meere haben mich also komplett hängen lassen, ich habe aber auch gute Nachrichten. Dadurch, dass die Levelkurve jetzt dermaßen angezogen war und ich jetzt gegen Ben und Svenja antreten musste, durfte ich jetzt Glurak spielen und Sumpex. Einige Pokémon aus meiner Box hatten sich entwickelt und die waren durchaus spielstark. Also das hat das Team hier zumindest ein bisschen festigen können und ich bin dann reingegangen in den Doppelkampf, der bei Nuzlocke immer gruselig ist. Eine Herausforderung von Leiter Ben und Svenja. Wir haben 5 Wasserschwächen. Und wir haben eben schon mal reingeschaut. Sie haben Impagator und Lapras. Dürfte natürlich mein Lied und mein Moveset so nicht mehr verändern. Also wird es jetzt sehr spaßig werden. Aber wir haben Adrenalin Usering am Start. Und Lapras hat keinen Wassermove, sondern nur Ice Beam. Aber das ist halt für Usering sehr gefährlich. Ja, was soll ich machen? Ich werde versuchen, den Impagator loszuwerden erstmal. Das heißt, wir gehen auf Stärke und Fassade mit Adrenalin. Mal gucken, wie viel Schaden dabei zusammenkommt. Das ist wenig. Er macht Grimasse, okay, Misplay war vorzusehen, weil wir logischerweise schneller sind. Jetzt kämpfen wir auch noch im Regentanz mit unserem Feuerteam, ganz toll. Fassade. Das langt. Pascal ist halt ein ziemliches Monster jetzt, ne? Zumindest solange er kämpfen kann. Wohin genau? Oh Gott. Was ist das denn für ein Kampf? Es regnet weiter. Ja, folgende Situation. Pascal steht jetzt hier mit Gift in Auswegslos. Hab schon bessere Situationen gesehen. Mach ich Stärke und Fassade auf wohin genau? Ich glaube, Pascal könnte weggekontert werden. Aber wohin genau muss weg, sonst stirbt Pascal safe. Früher oder später, weil ich nicht wechseln kann.
Wait, ich kann mit Erholung jederzeit meinen Status kurieren. Das heißt, ich muss das Gift nicht akzeptieren. Wir können uns auf Lapras konzentrieren. Ich mach... Ja, aber es ist immer noch halt das schlechte Wetter da. Wir machen Stärke und Fassade. Icebeam auf Christoph? Okay. Warum auch immer nicht auf Pascal? Alter, macht die Fassade Damage. Lapras pulverisiert. Usering ist wild. Usering ist halt nur gut, wenn ich damit leaden kann. Das wird bald nicht mehr möglich sein. Brutalander auch noch, okay. Okay, Bedroher macht Pascal jetzt ziemlich schlecht, leider. Jetzt stehe ich ganz blöd da. Der Bedroher hat dafür gesorgt, dass ich wohin genau nicht mehr killen kann, vernünftig. Und gegen Brutalander kann ich halt auch wenig machen. Vor allem, weil die vier Tränke spammen. Keine Ahnung. Stärke. Fassade auf Brutalander. Ich muss Brutalander besiegen. Er macht Schutzschild. Das macht sich viel besser. Mit Feuer kann ich ja auch nicht viel reißen, ehrlich gesagt. Selbst wenn der Regentanz weg ist. Das wohin genau macht es so weird. Dass wir Erholung haben auf Usering per Level-Up-Move ist sehr praktisch. Ist halt auch die Frage, wann ich das zünden soll. Jetzt glaube ich noch nicht. Stärke, Fassade. Oh Gott, Christoph ist paralysiert. Junge, das ist krass. Das ist ehrlich gesagt die perfekte Range, weil jetzt kommt die Citrobeere und er nutzt keinen Trank mehr. Okay, Glück im Unglück. Und wir haben auch noch eine Beere. Wir gewinnen. Wir gewinnen. So, jetzt muss irgendwie Christoph seine Runde wasten. Wenn ich mit Biss Pascal angreife, kann es für Pascal noch gefährlich werden? Nee, ich habe Angst. Ich darf vorhin genau nicht angreifen. Ich muss Biss auch vorhin genau einsetzen, das ist sehr unangenehm. Fassade auf Brutalander, das muss sterben. Also wir haben gewonnen. Die Frage ist jetzt, ob noch was stirbt. Wenn jetzt Spiegelcape kommt, ist Christoph tot. Wingenau flincht! Das ist das Beste, was ich tun kann. Ich habe keinen passiven Schaden in irgendeiner Weise in meinem Team. Das Wingenau wird immer nervig bleiben. Also selbst wenn jetzt was stirbt, ich werde nicht safe dran vorbeikommen. Ich muss jetzt hoffen, dass... Ja, ich muss hoffen, dass wir diese Runde killen. Ich mach Biss wieder für die Flinchrate, schätze ich mal. Wohin genau wollte übrigens kontern. Zu 70% war ich gerade tot mit Arcanen. Oder voll drauf. Voll drauf. Okay, wir kommen durch. Da war zu 25% wieder was tot. Das ist sehr unangenehm. Aber wir haben gewonnen. Ich habe schon deutlich schlimmere Kämpfe gegen Ben und Svenja gesehen, aber es ist schon merkwürdig, bei so einem Fight hier gegen Wohin genau zu kämpfen. Und auch Brutalander war definitiv ein starker Gegner, den würde ich niemals unterschätzen. Vor allem, wenn mein eigenes Pokémon vergiftet ist und das Ding anfängt hier einfach Protect zu spammen. Schon ein bisschen gruselig. Das war aber auch nicht der einzige Doppelkampf, den ich jetzt machen musste in Mosbach City. Denn ich musste jetzt auch noch im Raumfahrtzentrum zusammen mit Troy gegen Mark und Kalle antreten. Und dort durfte ich jetzt nur drei Pokémon mitbringen und Überraschung, ich habe die drei schwersten genommen, die ich besaß. Das heißt, das hier war mega gruselig und ich hatte auf diesen Fight hier relativ wenig Einfluss. Mark und Kalle. Nächster Doppelkampf mit Bisaflor und Nidoking. Gut, das ist ja erstmal relativ fair. Bedroher kommt. Ich könnte jetzt Bisaflor angreifen mit Feuer, allerdings würde ich gern Kalle ausschalten, weil er unterlevelt ist, damit Mark dann alleine weiterkämpfen muss. Das heißt, wir gehen auf Feuersturm gegen Nidoking. Und missen. Cool. Wachstum! Okay, Bisaflor macht Ernst. Und es kommt Fuchtler von Nidoking für keinen Damage. Metang Reflektor ist angenehm. Da Bisaflor Setup möchte, wird es sterben. Tschüss. Besser ist es. Ich habe dieses Mal keine Schutzschilder auf meine Pokémon gepackt. Mal gucken, ob sich das rächt. Aerodactyl.
Der sollte am besten schnell sterben, weil er ein sehr gutes Matchup hat gegen mein Team. Ich habe aber nicht viel dagegen. Psychokinese. Nidoking lebt. Wow. Ich kann gegen Aerodactyl fast nichts machen, das ist ganz schlecht. Der kann auch Omni boosten. Ich glaube, ich werde erstmal Nidoking finishen. Wobei, ich sollte Aerodactyl ein bisschen anschippen. Ich gehe einfach für Biss. Wobei Feuersturm besser gewesen wäre. Ne, ich verletze ihn sowieso selbst, ist egal. Fuchtler. Ich meine, wir haben Reflektor draußen, das ist ganz gut. Troy sieht jetzt die Kill-Range gegen Nidoking, das heißt, das Ding ist tot. Wenn jetzt Kalle was Starkes einwechselt, wird's Chaos. Okay, Morlord. Arcanimus raus. Ich sehe mich nicht so ganz in Pascal, aber ich muss in Pascal gehen. Superschall. Trifft natürlich wieder, machen wir uns nichts vor. Lichtschild. Okay, nette Sache. Was macht Morlord? Lehmschuss. Lehmschuss misst zu 5%. Okay, das hätte Metang durchaus ein bisschen wehgetan. Wir machen Fuchtler gegen Morlord. So, Omniboost-Möglichkeit Nummer 1 für Aerodactyl. Schlägt fehl, gut. Metallklaue, wunderbar. Huge, okay. Dann kann ich jetzt Aerodactyl eigentlich entfernen, wenn ich möchte. Angriff plus. Aber muss ich gar nicht, weil eigentlich müsste Troy jetzt die Killrange sehen und die auch wahrnehmen. Pascal vernichtet Morlord, not bad. Despota! Ach du Scheiße. Das ist denkbar schlecht. Und der Reflektor ist weg. Weiß ich nicht, was ich jetzt tun soll. Fassade auf Despota für ein bisschen Damage. Bodycheck. Metang macht nur Bullshit. Cool. Despotas Fuchtler wird ordentlich... Ach du Scheiße, da ist Usering tot. Jetzt wird's ganz schnell ganz doll kritisch. Ich habe kein Out. Ich muss mit Rainer jetzt rein, weil der am wenigsten Schaden nimmt. So viel zum OP Usering in der Liga. Aber Sumpex darf ich jetzt wieder spielen. Was soll ich einsetzen? Stärke? Metang ist nicht mehr verwirrt. Mach Metallklauen. Wie so ein Psychokinese gegen Aerodactyl. Jetzt kann Mark noch gefährlicheres Pokémon einwechseln, wenn er möchte. Absol. Okay, dann werde ich mich jetzt auf Absol fokussieren und hoffen, dass Siegfried was tut. Ich kann keinen Schaden machen. Das Gute ist, dass Absol Sandsturmschaden nimmt jetzt jede Runde. Bisschen Chip. Absol sieht sich im Seher. Bitte greift Despota an. Ja, okay, gut. Fuchtler. Alter, das war ein guter Crit. Okay. Ja, da scheinbar nur Fuchtler kommt von Despota, kann ich jetzt in Arcani wechseln, schätze ich, weil Rainer lebt sehr gefährlich. Und Despota ist auch verwirrt. Achso, warte, die Beere. Nee, okay, ich bleib drin mit Rainer. Nee, ich kann drin bleiben. Okay, wir haben gewonnen. Aber Usering ist leider gestorben. Da konnte ich recht wenig gegen tun. Vielleicht hätte ich noch früher in Rainer wechseln sollen, aber... Wäre der gecrittet worden, wäre es auch nicht gut gewesen. Weiß nicht. Hart. Es war schon beängstigend, einen Doppelkampf zu führen mit nur drei Pokémon. Und da wird auch noch eins davon weggecrittet durch ein Pseudo-Legendary. Ich meine, das ist schon ziemlich dreist vom Spiel. Aber gut, ich konnte Despota und generell die Teams von Kalle und Mark zumindest brechen und habe keine weiteren Pokémon verloren. Dass ich jetzt aber Usering mit Adrenalin nicht mehr spielen durfte, hat schon wehgetan. Ich meine, bei Ben und Svenja hat es ja einen sehr guten Job gemacht gehabt. Meine nächsten paar Encounter waren dann aber auch gar nicht mal so gut. Ich habe hier noch ein Kabuto gefunden, ein Tohaido, ein Illumise, ein Vilie und ein Nachtara. Und ich dachte zunächst mal, okay, Vilie ist doch eigentlich gut. Das Ding ist ein schweres, Pflanze-Gesteins-Pokémon, es ist ein großer Tank, das kann man definitiv spielen. Und ich dachte, das wiegt über 100 Kilogramm. In der Realität allerdings wog es gerade mal 60,4. Während Tohaido, was ich deutlich niedriger eingeschätzt hatte, 88,8 wog. Also, das ist ein recht schweres Pokémon und es ist katastrophal für Nuzlocke. Es ist komplett fragil und sehr, sehr schlecht für so ein Format, muss man sagen. Und normalerweise würde man das Wenn vielleicht als Lead spielen, dafür war es aber nicht schwer genug.
Das heißt, diese Catches hier haben mein Team praktisch verschlechtert. Mitten in diesen Catches gab es aber auch einen kleinen Bossfight gegen Adrian von Team Aqua, der war allerdings nicht wirklich der Rede wert, weil der hat hier nur 3 Pokémon gespielt und er hatte auch nur Supertränke, das ist kaum der Rede wert. Ich habe aber dort zumindest Erdbeben als TM freigeschaltet, was ich Donphan geben konnte, was das Pokémon deutlich aufgewertet hat. Ja, dann ging es aber weiter zu Juan und das ist ein ganz eigenes Problem. Das ist jetzt der 8. Orden und man kann den nur erreichen durch Surfer. Durch die Levelkurve allerdings war ich jetzt auf Level 42 angekommen und mein Phenontor von früher hatte sich jetzt in der Box entwickelt und wog über 200 Kilogramm, wie gesagt, und war plötzlich mein neuer Lead. Und auf einmal waren meine 6 schwersten Pokémon allesamt nicht mehr Wasser. Ich hatte also keinen Surfer mehr im Team und musste jetzt mit einem Sklaven zu Juan gehen mit nur 5 Pokémon insgesamt. Nächster Kampf gegen Juan. Juan hat 5 Pokémon und ich auch. Er beginnt mit Giflor. Okay, Giflor ist sehr fair. Wir liegen ja mit Phenontor. Jetzt das Problem, ich habe ein Minus-Speed-Wesen und könnte outspeedet werden für Stachelspore. Da wäre mein einziges Pokémon ohne Wasserschwäche direkt paralysiert. Wäre lustig, oder? Okay, nein, gut. Ist halt die Frage jetzt, ob es reicht. Es kann sein, dass er überlebt. Oh Gott. Guter Anfang. Richtig, richtig guter Anfang. An dem Punkt ist ein Wechsel angemessen, weil es kommt ein Hypertrank. Und wir werden mit Feuersturm Viola jetzt killen. Wenn Viola auch paralysiert wird. Ach, ich will es mir gar nicht vorstellen. Okay, wir treffen, Gott sei Dank. Hater würden sagen, Phenontor ist gar nicht so gut. Aber er ist schwer und daraus kommt es an. Wie gut, dass es das Ace ist. Die multiplen Groudons bei diesem Run, okay. Ich meine, ich kämpfe in der Dürre. Ja gut, gegen Groudon kann ich nicht wirklich was machen. Der hat Erdbeben, ich muss praktisch Viola sofort wegschmeißen und Feuersturm drücken. Der hat auch Feuersturm gegen Traco, ich bin paralysiert. Ich kann nicht mal hoffen zu outspeeden. Basti hat gar keine Chance. Der wird nicht mal zur Sprengung kommen. Rainer kann versuchen, ein, zwei Mal anzugreifen, Christoph auch. Massensterben wird es hier geben. Und dann kommen noch 3 weitere Pokémon. Feuersturm in der Sonne. Vielleicht ein Burn. Das ist viel Schaden. Aber Viola ist tot. Gibt's gar keine Hoffnung. Maybe kann ich jetzt mit Arcani killen. Wie schnell ist Galoppa? 101 Init, Arcani 94. Ich hoffe, dass Christoph killt. Und outspeedet. Bin da 2 Level drunter. Immerhin bringt der Bedroher schon mal was. Wir drücken definitiv Hitzekoller, weil mehr Genauigkeit und stärker. Wir sind schneller. Ich treffe, Gott sei Dank. Es kommen noch 3 weitere Pokémon, das ist das Problem. Wir haben noch lange nicht gewonnen. 2. Groudon gebannt. Man sieht halt immer wieder, Groudon ist sehr viel fairer als Kyogre. Impergator, ein Wasser-Pokémon, cool. Aber gleißendes Sonnenlicht. Draco. Ich könnte auch in Rainer gehen. In der Sonne und Erdbeben spammen. Und Draco ein bisschen schonen. Ich will Draco ein bisschen schonen, weil ich könnte bestenfalls Crunch einsetzen. Vielleicht hat es Impergator sogar gar kein so krasses Moveset, ehrlich gesagt. Ich glaube, der bestenfalls Water Gun sogar. Nee, Impergator ist gut. Ich nehme alles zurück. Water Gun, ja. Danke, Groudon, für die Sonne. Und der Schaden von Donphan ist jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Ich bin zufrieden mit dem in meinem Team. Gut, dass wir dem Erdbeben gegeben haben. Alles gut. 102 Leben. Danke für den Sub.
Okay, Two Shot und Down. Jetzt sind noch zwei Pokémon übrig. Kommt noch mehr Richtung Wasser, ist die Frage. Schneeble. Okay, Schneeble ist fair. Da gehen wir einfach wieder auf Christoph und stehen dann mit der Sonne im Rücken nach einem Feuersturm vom letzten Pokémon. Ich denke, wir haben gewonnen. Krise abgewendet, erneut. Bedroher kommt ja auch ganz gut. Ich denke, jetzt kommt Slash. Okay, Wind ist kompletter Abfall auf Sneeble. Der einzige Grund, warum ich gegen Groudon gewinnen konnte, war die Feuerübermacht, die mir hier aufgezwungen wurde von der Challenge. Die jetzt aber so ein bisschen bröckelt, um ehrlich zu sein. Sneeble weg. Was ist das letzte Pokémon? Entei. Yo. In der Sonne. Okay, der hat kein allzu gutes Moveset, aber Stampfer wird trotzdem ein bisschen wehtun. Ich mach Feuersturm. Nicht sehr effektiv in der Sonne sollte das Schaden machen. Ja, ist ganz okay. Wie viel macht Stampfer? Aua. Aber ich gewinne. Ich gewinne. Wir drücken jetzt einen Hitzekoller. Vielleicht reicht Hitzekoller. Ist nicht Georock ein Out? Ja, theoretisch. Ich hätte ein bisschen Angst vor Glut, ehrlich gesagt sogar. In der Sonne. Kein Spatstep auf Georock. Okay, jetzt kommt Heilung. Wir gehen in Rainer und drücken Erdbeben. Korrekt. Ich denke, das war gut. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir unsere Feuerstimme eben gemisst hätten. Beziehungsweise Hitzekoller. Glut. Das macht weniger Schaden als erwartet sogar. Wie viel macht Erdbeben? Ja, okay, sehr schön. Juan abgewendet, trotz multiplen Legis, aber leider ist Galoppa verendet. Was zur Hölle ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich bei meiner ersten Heavy Lock, die ich überhaupt ausprobiere, zweimal Groudon ins Gesicht bekomme, was wie gesagt das schwerste Pokémon überhaupt ist und gleichzeitig eines der gefährlichsten im gesamten Pokédex? Ich fand das dermaßen witzig, das ist ehrlich gesagt einer der Hauptgründe, warum das hier überhaupt als Video erscheint. Ich meine ganz ehrlich, das war unglaublich unwahrscheinlich. Ich konnte das aber zumindest so ein bisschen mit seinen eigenen Waffen schlagen und über Feuerattacken besiegen, aber dass Juan hier dann später auch noch ein Entei rausgeholt hat, war schon ein bisschen grenzwertig. Gott sei Dank konnte ich das aber outen über Erdbeben von Donphan, was ich ja gerade eben erst gelernt hatte. Das ist ebenfalls ein bisschen ironisch. Ja, aber danach ist dann nicht mehr viel passiert bis zur Liga. Ich konnte in der Siegestraße noch meinen letzten Encounter machen, das war allerdings Wablu, was auch als Altaria nur sehr, sehr wenig wiegt. Und dann gab es noch einen kleinen Bosskampf gegen Heiko und der hatte eigentlich gar kein so schlechtes Team. Der hatte nämlich Tropius, Gewaldro, Knogga, Enteron und Lashoking, was ganz okay ist, aber dagegen hatte ich gute Matchups. Wir kommen jetzt also, würde ich vorschlagen, direkt zur Pokémon-Liga. Und ich werde das Ganze mal wieder mit Livestream-Ausschnitten machen, damit ihr quasi live dabei sein könnt vom großen Finale von Pokémon Smaragd. Und als Team hatte ich hier mein Phenontor mit Ice Beam, Blizzard, Knirscher und Eissturm, also alle möglichen Eisattacken, viel mehr kann man dort nicht drauf spielen, immerhin hatte es Knirscher. Ich hatte mein Arcani mit Flammenwurf, Feuersturm, Hitzekoller und Stärke, da habe ich auf der Feuerseite alles drauf geklatscht, was möglich war. Ich hatte mein Donphan mit Erdbeben, Stärke, Hyperstrahl und Dreschflegel. Das konnte wirklich außer Erdbeben praktisch gar nichts, aber Hyperbeam konnte zumindest neutral treffen, die meisten Gegner. Ich hatte mein Georock mit Erdbeben, Felswurf, Finale und Zertrümmerer. Finale war hier relativ praktisch in der Theorie, weil man damit gefährliche Pokémon wegsprengen könnte, indem man Georock aufgibt. Es wäre aber potenziell eine Notoption. Und ich hatte mein Glurak mit Flammenwurf, Fliegen, Feuersturm und Durchbruch. Da konnte ich noch ein paar TMs draufklatschen. Und ich musste leider auch mein Tohaido spielen mit Surfer, Knirscher, Ice Beam und Blizzard. Habe ich erwähnt, dass Tohaido hier ein eher physisches Pokémon ist. Es hatte aber in diesem Spiel hier nicht einen guten physischen Move. Ich musste also mit dem schlechten Angriffswert angreifen. Und mit diesem mittelmäßigen Team, was auch stellenweise echt schlechte Coverage hatte, musste ich dann wirklich reingehen in die Liga. Und es ging jetzt los mit dem Kampf gegen Ulrich
Und ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Live-Reaktion. Die Liga war so definitiv spannend, denn ich hatte gegen viele Gegner einfach keine sehr effektiven Outs. Okay, mit was leadet Ulrich? Mit einem Starmie. Direkt mal Wasser ins Gesicht, okay. Das hat aber kein krasses Moveset. Und es hat Undichtschwäche. Das Beste, was ich tun kann, ist hier sofort in Tohido zu gehen, würde ich sagen. Da ich Wasser dann resistiere und Phenontor ein bisschen schonen kann. Confuse Ray ist halt eine Sache, okay. Soll ich dann vielleicht doch wieder wechseln? Wir bleiben. Crunch. Jetzt kommt Sternschauer. Das macht halt selbst Stefan keinen Schaden. Okay, Crunch geht durch. Mit Step, sehr effektiv. In den roten Bereich, das heißt in die Top-Genesung. Eigentlich guter Anfang. Vielleicht bricht die Verwirrung ab. Oh, sehr schön. Eventuell benutzt er sogar seinen zweiten Trank. Das wäre absolut perfekt. Spezialverteidigung sinkt, okay. Okay, leider kein zweiter Trank, aber auch kein Confuse Ray, wunderbar. Es war eben nicht garantiert, dass Confuse Ray kommt. War einfach Pech. Vielleicht hätte ich da mit Stefan eher auswechseln sollen, es war ein bisschen risikohaft. Ich hätte mich jetzt auch mit der Vollverwirrung ziemlich hart selbst zerstören können. Regirock! Oh Gott. Regirock ist der Alpha-Golem. Ich liebe es, dass es gerade als Gegner kommt. Das passt so gut zur Challenge. Ja, okay, das Problem ist, der hat Kraftkoloss. Der hat Antikraft für Omniboost mit Step. Und dann auch noch Eisenabwehr und Fluch. Der ist physisch fast nicht besiegbar und ich habe basically nur physische Pokémon. Und Feuer. Ich habe Durchbruch auf Damien, das bringt halt gar nichts. Ich denke, ich muss hier in Rainer gehen, auf Kraftkoloss bauen und dann Erdbeben drücken. Dann resistiere ich auch Antikraft, das ist eigentlich perfekt. Angriff sinkt, Verteidigung sinkt. Es kommt halt jetzt einfach Eisenabwehr. Gut, ich bin aber schneller. War ich mir nicht sicher. Nicht schlecht. Curse. Wenn jetzt ein Trank kommt und er dann Eisenabwehr macht, kann es dann nochmal nervig werden? Nee, eigentlich ist er besiegt. Und er benutzt auch keinen Trank, okay. Ja, Regirock war nicht so schlimm wie erwartet. Bisschen überreagiert. Donphan ist echt nicht schlecht. Für Golem-Lock-Verhältnisse. Papinella. Okay, wir gehen rüber. Wegen Mega Drain oder so. In Damien. Für den vierfachen Resist und Kill. Immer schön, wenn die Feuer-Pokémon eine Aufgabe kriegen. Anziehung schlägt fehl, perfekt und tot. Der nächste. An dem Punkt sollten wir gegen Ulrich auch nicht mehr verlieren. Knuddeluff, okay. Da können wir jetzt eigentlich mal Durchbruch ausprobieren. Ich meine, wozu spiele ich's? Macht das irgendwie Damage? Okay, nur sehr wenig. Nur sehr, sehr wenig. Und er spammt halt Gesang. Vielleicht reicht Feuersturm mit Glück. Könnte ein bisschen knapp werden. Okay, perfekt. Letztes Pokémon. Ist Vermara. Okay, damit gewinnen wir gegen Ulrich schon mal. Das kann mich nicht besiegen. Ich spam ein bisschen Fliegen. Dann sind es noch 4 Kämpfe in der Top 4. Vielleicht wird es ja doch was. Bis... Ich bin nicht in Crit-Range. Nochmal fliegen. Ulrich hat die Challenge aber verstanden. Ich denke auch. Bei Mara geht es jetzt gar nicht mehr so gut. Wir wechseln in... Ist eigentlich egal. In Christoph ist stärkes Spin. Alles unter Kontrolle. Ulrich ist besiegt. Wunderbar. Souverän. Der erste Kampf hier lief eigentlich ziemlich gut. Ich habe stellenweise echt nette Matchups bekommen und vor allem auch Regirock konnte ich killen über Erdbeben von Donphan, das hat prima funktioniert. Ja, und dementsprechend war ich recht guter Laune, da ich jetzt ohne Verluste direkt in den zweiten Kampf gehen konnte und das war gegen Antonia. Das ist normalerweise eine Geisttrainerin und die hat jetzt auch mal wieder 5 Pokémon und ich habe jetzt gehofft, auch weiterhin hier keine Teammitglieder zu verlieren.
Antonias erstes Pokémon ist ein Arcani. Kein guter Start. Arcani hat hier noch kein Turbo-Tempo, hat dieses Opfer-Feuerstein-Moveset. Wahrscheinlich mit Glut und so. Hätte auch Brüller spammen, theoretisch. Ich gehe in Basti. Das ist so ein Kill, den Basti tatsächlich schaffen kann. Das ist mal was, was funktionieren könnte. Biss kann halt kommen. Glut macht nichts. Kein Burn, Gott sei Dank. Erdbeben. Basti schreckt zurück. Gute Leistung, nochmal. Okay, Basti strengt sich richtig an. Erdbeben trifft für... One-Hit? Nice! Basti hat einen Liga-Kill gemacht. Hätte ich gar nicht unbedingt erwartet, okay. Immerhin. Ledian. Ledian. Den Kill kann ich mit Basti natürlich auch machen. Soll ich auch tun, weil ich sollte Ledian nicht so viel Zeit geben, Schilde zu setupen. Wegen Staffette. Into gefährliches Pokémon, potenziell. Bitte eine Dreier-Chain oder High Range. Okay, High Range, sehr gut. Basti sweept Antonia. Schaffen wir ein 5:0. Zubiris. Zubiris hat halt Horrorblick. Deswegen muss Basti sofort raus, sonst wird er hier in den Kampf gezwungen und stirbt. Ich sehe mich in Arcani, ehrlich gesagt. Ja. Gehen in Arcani und spammen Feuerattacken. Ich denke, dass Turn 1 Konfusstrahl oder Horrorblick kommen wird. Bedroher ist auch nett gegen den Spukball. Oder mache ich einen Double Switch? Mache ich jetzt einen Double Switch? Ich mache einen Double Switch. Warum verwirrt weiterkämpfen? Muss nicht sein. Es kommt jetzt eh Horrorblick. Warum sollte er angreifen? Und selbst wenn, dann fresse ich Spukball für keinen Damage. Physischer Spukball auf minus 1. Da ist der Horrorblick, genau. Ich meine natürlich, wir könnten jetzt verlieren theoretisch das Glurak, wenn wir verwirrt werden und nie wieder treffen. Das wäre richtig dumm. Feuersturm hätte gereicht. Tank wird aber nicht konsumiert, weil er hat die Beere. Läuft aber sehr gut gegen Antonia. Raus mit dir. Da waren noch zwei. Pixie, oh Gott. Okay, wir haben keinen Aerial Ace mehr im Team. Wenn Pixie eskaliert, ist es nicht aufzuhalten. Es kann passieren, dass man hier einfach los dagegen. Mache ich Durchbruch? Lohnt sich Durchbruch so wirklich? Ich probiere es. Das ist der größte Random-Faktor, der hätte spawnen können. Okay, er missplayt, er macht keinen Komprimator-Spam, Gott sei Dank. Dreimal getroffen, nochmal. Metronom, keine Gesteinsattacke, keine Gesteinsattacke, keine Gesteinsattacke. Okay. Ein Surfer hätte schon ausgereicht, glaube ich. Oh ne, nicht Top-Genesung. Immerhin kann ich den Reflektor direkt wieder zerbrechen mit Durchbruch. Das ist mir gerade zu heiß, ich gehe lieber raus. Gegen Christoph. Ich habe Angst, dass er eventuell mit Metronom wirklich nochmal eine Gesteinsattacke hittet oder so. Christoph hat zumindest keine mal 4 Schwächen. Und der Bedroher hilft auch noch ein bisschen gegen manche Bodenmoves zum Beispiel, die kommen könnten. Komprimator kommt. Jetzt wird es anfangen, eklig zu werden. Ich spam Hitzekoller, bis ich treffe für Kill. Okay, ich treffe, Gott sei Dank. Glück gehabt. Ich hatte schon locker 5 Nuzlocks, die an Pixie in der Liga gescheitert sind, obwohl ich komplett überlegen war, einfach weil ich nie wieder getroffen habe. Tangolist. Ja, Flammenwurf-Spam gewonnen. Okay, dann haben wir Antonia geschafft. Das ist so nicht mehr verlierbar. Er könnte auch Doppelteam haben, aber der hat kein Moveset. Viel Glück gehabt, das Pixie hätte wesentlich schlimmer sein können. Hätte das Turn 1 gegen Glurak sofort angefangen, Komprimator zu spammen und dann... ein bisschen Glück gehabt mit Metronom, hätten hier durchaus Pokémon sterben können. Wenn er dann auch irgendwie random einen Schwertanz kriegt, ist auch schnell mal das ganze Team tot.
Es gibt gefühlt nichts Gruseligeres, als gegen ein Pixie zu kämpfen in einer Nuzlocke in der Pokémon-Liga. Ich meine, wenn man das einfach nicht mehr treffen sollte, hat man Pech gehabt und das kann potenziell sehr gefährliche Attacken auslösen. Ich habe es aber in diesem Fall ganz gut klein bekommen und konnte somit auch den zweiten Kampf sehr gut abschließen, auch ohne Pokémon zu verlieren. Also der Start der Pokémon-Liga, der lief echt recht solide und ich konnte bis hierhin einfach alles am Leben erhalten. Und der dritte Kampf war dann gegen Frosina, die normalerweise hier ein Eisteam hätte. Frosina mit einem Pixie. Genau sowas. Da ist es wieder. Pixie ist noch nicht fertig. Es hat noch einiges zu tun hier. Ice Beam. Ich will ihm keine Zeit geben zu setupen, wenn ich switche. Deswegen gehe ich direkt drauf. Okay, das war ein starker Duplex-Hieb. 121 Leben. Wenn er jetzt mit Metronom was auswählt, was mir wirklich gefährlich wird, habe ich ein Problem. Er ist nicht in Killrange für Blizzard. Ich gehe in Arcani für Hitzekoller. Auch um den Bedroher rauszukriegen. Damit gebe ich ihm aber schon wieder Zeit für Komprimator. Okay, nur Duplex. Ich habe so Glück. Aber jetzt wird halt Arcani auch angechippt. Alter, das war schon wieder so viel unnötiger Damage. Tot. Immerhin ist Pixie jetzt weg. Nee, du lebst. Alt, was? Komprimator in die Heal Range. Okay, jetzt geht's los. Hier beginnt die Liga. Es ist zu wild. Ich muss wechseln. In was gehe ich denn? In Rainer für physische Erdbeben. Das ist mit das Beste, was ich offensiv habe. 100 Genauigkeit. Machen wir das Beste draus. Ich muss treffen. Boom mit Georock ist die letzte Option. Ja, Erdbeben. Komprimator Nummer 2. Oh, es wird spaßig. Ich liebe Pixie. Es ist so unfair. Und daneben. Selbstverständlich daneben. Hier endet der Run. Sag's euch. Duplex-Hieb. Und wieder daneben. Komprimator Nummer 3. Und es hat volles Leben. Und wieder daneben. Und Komprimator Nummer 4. Okay, wir treffen einmal. Sehr schön. Jeder Pixel Schaden zählt an Pixie. Oh, das ist huge. Noch einmal treffen, komm. Metronom, bitte keine Eisattacke oder so. Oh Gott. Ich hab's eben einmal überleben können. Lebe Rainer, lebe Rainer, lebe Rainer. Alter, ist das unfair. Wie er mir Hoffnung macht mit Finale und nicht Explosion nutzt. Aber dann crittet. Bedroherlied gegen Unbekannt, los geht's. Ich schaffe die Liga auch mit 5. Mit 4. Wir haben basically nur 4 Pokémon. Wir spielen ja Georock. Okay, Sand am Meer ist recht fair. Der macht nichts, Flammenwurf-Spam. Es tut einfach weh. Das hat wirklich weh getan. Es war so unwahrscheinlich. Aber ich sag's immer wieder, Pixie ist eins der gefährlichsten Nuzlocke-Pokémon in Gen 3. Definitiv in der Top 10. Eins der wenigen Pokémon, die alleine den Run beenden können. Jederzeit. Man kann auch fast nichts dagegen machen in Vorbereitung. Scaraborn. Hitzekoller. Gehe ich kein Risiko ein, nicht, dass er überlebt. Müssen wir halt wechseln, aber ist okay. Scaraborn ist weg. Da waren es noch 2. Logok. Cool. Das eine Feuer-Pokémon, was Tohailo besiegen kann. Aber... Wir haben Damien. Okay, wir haben Damien für Fliegen. Das sollte passen. Slitzer. Wie viel macht Fliegen? One-Hit definitiv nicht. Oder? Nee, nicht mal ein bisschen. Fliegen ist so ein schlechter Move. Spiegeltrick. LOL. Outplayed. Da
das Missplay, Logok? Alter, ich verkack auch noch. Geil. Cool, dass das Outplayen so viel gebracht hat. Ja, Slitzer. So wird es offiziell ausgesprochen, Chat. Tot. Okay, Logok weg. Fehlt noch eins. Sneebel. Okay, wir haben es geschafft. Den Kampf haben wir. Flammenwurf tot. Damit stehen wir vor Dragan. Mit basically 4 Pokémon. Dornfan ist weg. Das ist ein herber Verlust. Ich hätte aber auch unmöglich Georock einwechseln können oder so für Erdbeben-Spam. Weil das hätte 5 Schwächen gehabt. Das in Metronom stehen zu lassen, wäre komplett dumm gewesen. Wenn ein Pokémon-Finale überleben kann, dann ist es Dornfan. Wie ekelhaft war es hier vom Spiel bitte, mir nach dem besiegten Pixie bei Antonia direkt bei Frosina noch eins vors Gesicht zu setzen, was sich dann sprengt mit Metronom und dabei auch noch krittet. Dornfan wurde hier in den Tod gerissen und ich hatte dementsprechend für die restlichen beiden Kämpfe nicht mal mehr ein volles Team. Es wäre ja noch okay gewesen, wenn ihr Georock oder Tohaido gestorben wäre, aber Dornfan war halt wirklich einer meiner besten Pokémon und einfach ein Tank mit Erdbeben. Wäre schon praktisch gewesen, das weiterhin spielen zu dürfen. Aber gut, der Rest des Frosina-Kampfes lief eigentlich ganz okay und jetzt ging es weiter mit Dragan, der normalerweise in Pokémon Smaragd ein mächtiges Drachenteam hätte. Und das war jetzt ein 5 gegen 5. Dragan beginnt mit einem Tornupto. Direkt mal Feuer in die Fresse für Phenontor, da freue ich mich aber ganz doll. Cool, toller Start. Ja, ich denke, dass wir hier in Basti gehen. Wir sollten jetzt versuchen, auf Krampf Nutzungsmöglichkeiten für Basti und Tohaido zu finden. Klappt halt nur so semi, wenn wir speziell angegriffen werden mit Basti. Okay, aber geht's soweit klar. Erdbeben-Kill hoffentlich. Flammenrad. Es kommt sehr viel Feuer vor in diesem Run, das stimmt. Die Feuermeter. Ist Tornupto tot? Selbstverständlich, Basti macht keine Gefangenen. Ich schätze, Basti ist halbwegs benutzbar. Turtok, oh Gott. Bulky Water. Unser Nemesis. Jetzt wird es sehr, sehr schwer. Wir gehen zunächst mal in Tohaido und wallen Wasser, während wir Crunch spammen. I guess. Rain Dance. Jetzt könnte ich fast schon sagen, okay, dann spamme ich Surfer, nicht sehr effektiv, mit Step im Regen. Macht Surfer jetzt mehr Base Damage? Oder macht Crunch mehr? Ich denke, Crunch macht ähnlich viel Schaden, kann aber Defense senken. Es wird lange dauern, dieses Turtok zu besiegen. Turtok hat gerade geplant, einfach die ganzen Knirscher AP auszustollen. Wie viel macht Crunch? Nee. Oh, die Rauhaut ist aber gut hier. Die Rauhaut ist sehr gut. Ich könnte halt mit anderen Pokémon auch nicht viel mehr machen. Die Feuer-Pokémon werden hier genauso aufgeschmissen. Crit, damit ist Stefan basically hinfällig. Also damit werde ich nichts mehr reißen in diesem Fight. Knirscher. Er tötet sich selbst durch die Rauhaut. Wisst ihr was, das finde ich angenehm. Hätte der eine Top-Genesung genommen, wäre das sehr, sehr unschön geworden. Dann hätte Stefan irgendwann gewechselt werden müssen, hätte ich noch ein weiteres Pokémon vorbelastet, extrem. Smetbo wechseln wir in Damien oder in Basti. Es kommt ziemlich sicher Silberhauch. Wir gehen in Damien. Die offensive Feuermeter muss weitergehen. Silberhauch für Omniboost, okay. Vierfach Resist. Kein Omniboost, das ist aber schade. Smetbo. Ich hätte es ihm gegönnt. Tot. Bleiben noch 2. Ich meine, 5 gegen 6 gegen Vasili könnte man gewinnen. Müsste gehen vielleicht irgendwie. Wenn er fair ist. Galoppa. Ja, jetzt kann ich halt
Jetzt kann ich halt Basti und Stefan schon nicht mehr benutzen. Das ist so dumm. Fliegen, was weiß ich. Ich habe nichts anderes. Agility Misplay, das ist sehr schön. Das heißt, sein Angriff geht ins Leere. Oh. Lol. Das ist witzig. Da hat er mich so ein bisschen getrickst, muss ich sagen, aber... Wenn ich mir sein Moveset so anschaue, eigentlich kann ich doch in Basti gehen. Die Sprungfeder ist ziemlich bad. Er haut mich eiskalt in die Beere, ich gehe hoch und dann kann mir nichts passieren. Erdbeben. Basti ist die Meta. Erdbeben. Noch eine Sprungfeder. Bitte keine Paralyse, das wäre unnötig. Okay, sehr schön. Galoppa müsste tot sein. Oder zumindest fast und dann würde er Tränke wasten. Basti macht wirklich gar keine Gefangenen, das ist schon krass. Giovatz wäre halt sehr viel stärker. Absol. Absol hat tatsächlich nur Normalattacken und Doppelteam. Erdbeben. Und Seher halt, da muss ich raus dann, aber... Bis dahin sollte er tot sein. Okay, außer er spammt natürlich Tränke jetzt. Gut, wir bleiben aber drin. Ist okay. Es gibt die kleine Chance, dass wir eventuell mit einem Crit beenden oder mit einer High Range. Sehr schön. Okay. Basti hat erstaunlich viel gemacht gegen Dragan. Not bad. Ich finde es bei dem Run hier faszinierend, wie gut Georock stellenweise in der Liga performt hat. Ich meine, das ist wie gesagt bei weitem kein spielbares Pokémon eigentlich, aber es hat hier wirklich nette Matchups bekommen. Ich meine, bei Antonia hat es ja auch stellenweise Kills gemacht und hier jetzt schon wieder. Als nächstes musste ich jetzt aber auch noch gegen Vasili kämpfen und der hatte jetzt ein volles Pokémon-Team. Das bedeutete also, ich musste hier in der Unterzahl antreten gegen den Champ-Trainer. Und wenn ich hier jetzt down gehen sollte, wäre das verdammt frustrierend. Vasili mit einem vollständigen Pokémon-Team und einem Glurak. Phenontor hat wirklich gar keinen Spaß in der Liga. Also wirklich überhaupt nicht. Aber gut. Basti freut sich immerhin. Damit Basti. Die mal 4 Schwäche werden wir direkt ausnutzen. Es kommt... Aber der spezielle Flammenwurf... Two-shottet er mich. Passt. Komm Basti, du schaffst das. Werd jetzt nicht weggecrittet. Nicht so kurz vorm Ende. Du kannst wirklich was erreichen in deinem Leben. Felswurf 1 und Felswurf 2. Gut. Wenn Basti schon mal einen Kill macht, das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Ich meine, wir triggern jetzt auch die Beere. Vielleicht macht ja Basti noch mehr. Und es kommt Nocturne rein. Okay, Nocturne ist fair. Nocturne ist das Ace. Ich denke, ich werde hier in Glurak gehen und dann Flammenwurf einsetzen, weil er hat Konter. Nicht, dass Fliegen nicht reicht. Ich denke, dass Fliegen auch nicht reichen würde. Kein Risiko eingehen. Himmelhieb würde Basti beenden, genau. Er hat auch Scanner. Er hätte mit Scanner missplayen können. Echt? Feuersturm? Nee. Glaub nicht. Scanner. Der PP-Stall ist real. Doppelscanner. Selbstverständlich. Kann man ja mal machen. So, jetzt kämpft er richtig. Hätte Feuersturm ausgereicht? Oh Gott, nicht mal ansatzweise. Aber er misst den Mega-Heap. Das ist huge. Dann jetzt Feuersturm-Kill. Das läuft eigentlich ganz gut, noch 4 Pokémon. Ich denke, wenn er Kyogre gehabt hätte oder so, wäre das schon gekommen. Oh, Voltenso. Muss ich mit Basti klären. Wenn Basti das nicht hinbekommt, dann kann er sowieso nichts mehr schaffen bei diesem Kampf. Da jetzt irgendwo Donner zu fressen, wäre richtig dumm gewesen. Erdbeben. Muss ich halt jetzt riskieren, potenziell totgekrittet zu werden. Oder geflincht zu werden. Voltenso down. Das war schon die Hälfte. Scheiße. Der ist ein Endgegner. Der zerstört mein Team. Einzige Hoffnung ist, Basti zu opfern und mit Stefan panisch Surfer zu spammen.
Klar, wir haben Durchbruch auf Damien, aber das wird nicht one-hitten, keine Chance. Der hat halt einfach Knirscher-Steinhagel. Ich kann nicht mal sicher sein, dass er hier Knirscher gegen mich einsetzt, weil ich in Steinhagel-Kill-Range auch bin. Basti ist tot. Ja, genau. Despotar hat auch zu viel Bulk, als dass ich mit Durchbruch von Glurak one-shotten würde. Das heißt, ich muss mit Tuhaido jetzt suiciden, mehr oder weniger. Vielleicht kann ich einen Steinhagel überleben. Vielleicht misst er ja auch. Ich werde Despotar definitiv mit Surfer nicht one-shotten. Außer ich habe den High-Range-Crit meines Lebens. Es ist sehr tragisch, wie Basti verendet ist. Aber er hat einiges getan im Champ-Battle und generell in der Liga. Ich bin sehr zufrieden. Grimasse. Add T-Bag to Heido, bevor er ihn killt. Kann ich verstehen. Hätte ich nicht anders gemacht. Der wird wehtun. Okay, wir flinchen nicht. Tuhaido lebt actually noch. Vielleicht schaffen wir es ja ohne weitere Tode sogar. Jetzt bin ich halt wirklich nur noch mit Feuer und Phenontor am Start. Farbigel, okay, geil. Das ist gut. Farbigel hat nur eine AP auf Nacharmer. Das ist ein Free Kill. Wir triggern sogar noch die Beere. Wir wechseln jetzt einfach aus, damit der Nachahmer quasi ins Leere geht. Und verwenden definitiv ein Feuer-Pokémon, was bereits vorbelastet ist. Sprich Glurak, weil wir werden verzweifelt werden gleich. Wir werden einmal vom Verzweifler getroffen, außer wir one-shotten. Würde Durchbruch hier reichen? Ich glaube, Feuersturm macht eh mehr. Ich versuche Feuersturm für Kill. Vielleicht muss ich dann keinen Verzweifler fressen. Bisschen weniger Chip. Ja. Durchbruch hätte vielleicht auch gereicht, weiß nicht. Letztes Pokémon. Wir gewinnen die Golem-Lock. Also zumindest die Liga. Es kommt noch Troy. Oder die Heavy-Lock, wie auch immer. Rein mit... Warte. Zuschuss into Rock Slide von Despotar. Geht das? Könnte das passieren? Ich bin mir nicht sicher. Ich wechsle lieber aus. Gib mir Christoph. Das muss nicht sein. Das wäre sehr sad, wenn das passieren würde. Du Black Sheep. Imagine, so wäre Damien gestorben. Der Sandsturm tobt und zieht den Kampf 18 Jahre in die Länge. So wie immer. Hitzekoller Game. Das war's. Damit gewinnen wir die Pokémon-Liga von Pokémon Smaragd. Und kommen zum Finale gegen Troy. Wo ich aber wieder ein volles Team haben werde. Und kein Georock mehr. Nachdem es Georock geschafft hatte, so lange bei dem Run hier am Leben zu bleiben, ist es bei Vasili einfach den Heldentod gestorben. Es wäre dämlich gewesen, was anderes einzuwechseln und deswegen war das hier einfach das logische Opfer. Ich konnte aber Vasili hier tatsächlich besiegen mit 4 restlichen Teammitgliedern und damit die Liga abschließen. Man darf aber auch nicht so ganz vergessen, der Run hier war an dem Punkt noch nicht ganz zu Ende. Denn es gab jetzt auch noch im Postgame einen weiteren Superboss, den ich besiegen musste, und das war natürlich Troy. Und der hatte jetzt ebenfalls ein Team aus 6 Pokémon im gehobenen 70er-Bereich. Und da jetzt keine wirklich wichtigen Encounter mehr nachkamen, sind jetzt Zumpex und Starmie nachgerückt. Ich hatte also auf einmal hier mal wieder einfach ein halbes Wasserteam. Der letzte Kampf im gesamten Spiel gegen Troy. Ein faires 6 gegen 6 ausnahmsweise mal wieder. Gegen ein Lamus. Das ist eigentlich ein okayer Lead für Traco, schätze ich, aber mache ich hier wirklich Schaden? Wenn ich jetzt mit Crunch spamme? Nicht viel. Ich könnte in Tuhaido gehen. Ich gehe in Tuhaido. Sehr viel besser, denke ich. Ich habe auch Thunderbolt theoretisch auf... Wie heißt es denn? Starmie. Amnesie macht es halt nicht gerade besser. Ich hoffe, man sieht den Schaden noch halbwegs. Das ist wenig. Ich werde Lamus so nicht vernünftig besiegen können. Ich könnte in irgendwas Physisches gehen, aber was sind meine Optionen hier? Keine guten. Ich könnte in Zweidium für Erdbeben gehen, aber da würde ich sofort Zweidium vorbelasten. Aber ich fürchte, ich muss, sonst kriege ich das Ding nicht gebrochen. Er wird auch zig Hypertränke spammen. Ich habe eigentlich gar keine Wahl. Headbutt ist okay, wir gehen auf Erdbeben.
Reicht das für Lamus mit Step? Ich fürchte, nein. Oh Gott, nicht mal ein bisschen. Ja, jetzt bremse ich halt Psychic, ne? Das ist halt die Sache. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt mit so einem Pex hier rein. Immerhin an der Killrange vorbei. Er hält sich nicht nochmal komplett vor. Es war kein so angenehmer Start, ehrlich gesagt. Lol, er lebt noch. Das war ein richtiges Uff. Nicht sein Ernst. Oh mein Gott. Ich will Lamus nicht tot. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ja, an dem Punkt... Alter, was hat der für ein Bulk? Ich sag immer wieder, Lamus ist ein absolutes S-Tier für Nuzlocke und scheinbar auch bei den Gegnern. Ja, Zweidium stirbt hier. Außer wir critten und dann werde ich es wahrscheinlich trotzdem wegwerfen. Absolut krank. Mit was lead ich jetzt hier gegen das nächste Pokémon? Mit Patrick, weil er so gute Coverage hat? Oder mit Stefan, weil er so schlecht einwechselt? Mit Stefan, weil er so schlecht einwechselt. Tschüss, Lamus. Volltreffer, der kommt aber früh. Toll, danke Stefan. Das war ein richtig bitterer Start. Okay, Zoompex ist schon mal komplett down an der Stelle. Was haben wir noch? Razav. Der ist nicht gut. Aber der ist gut gegen Stefan. Wir gehen in Patrick für Psychic, oder? Ja. Weil Patrick Damage sich heilen kann, während jeglicher Schaden auf Glurak permanent wäre. Stabiler Kreuzhieb, der wird wehtun. Nicht übel. Hey, Crit Rate, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, mit Psychic ist Razav One-Hit. Ja, okay. Soweit so gut. Jetzt führen wir ein bisschen. Sarzenia. Das ist ohne Probleme zu wallen über Damien. Eigentlich ist alles in Ordnung. Ich habe ein bisschen Schiss, dass gleich irgendwas aus der Hinterhand noch kommt. Wir fressen kein Schlafpuder, es kommt nur Rasierblatt. Dann wirst du niedergebrannt. Ich denke, Sarzenia steht mit Flammenwurf easy. Volltreffer, denke ich, nicht notwendig. Ich hätte mich sogar gefreut, wenn er überlebt hätte wegen Tränkeverschwendung. Halbes Team besiegt. Gewaldro. Oh, wir haben so Glück. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Feuersturm, um sicher zu gehen. Dann wiederum, wenn er überlebt. Ist gut für mich. Benutzt den Trank, mach. Er misst sogar den Slam, sehr schön. Wenn Gewaldro sein Switch-In ist für einen Glurak, hat er dann verloren? Hat er dann verloren? Nee, Starmie. Gut, Starmie hat keine Chance gegen mein Starmie. Ganz simpel. Aber weil wir Donnerblitz spielen. Und dann haben wir quasi ein 5 gegen 1. Ich denke, das ist definitiv gewinnbar. Das Einzige, was mich absolut stoppen würde, wäre jetzt Kyogre. Ich denke, fast jedes andere Pokémon könnte ich besiegen. Wahrscheinlich sogar ein Groudon. Nochmal. Donnerblitz. Meins ist schneller wegen EVs. Selbes Level. Ich verstehe auch das Gewaldro überhaupt nicht, muss ich sagen. Das war sehr random. Er hat Confuse Ray. Das habe ich vergessen. Ich bleib drin für Genesung. Ich lasse mich nicht rausgehen so leicht. Greed wird belohnt. Sehr schön. Gab keinen Grund, es nicht zu versuchen. Genesung. Wenn jetzt die Verwirrung ausläuft, dann zerstören wir das Darmi komplett. Okay, leider nicht. Oh, Matt hat nicht, sehr schön. Stimmt, ein Pixie könnte mich auch noch beenden. Durchaus. Top Genesung. Bin halt noch verwirrt. Ich mache hier keine Genesung, das ist bei Misplay, weil jetzt kann die Verwirrung perfekt auslaufen, ohne dass ich nochmal verwirrt werde. Gelber Bereich. Sternschauer. So, wir machen jetzt Genesung. Er kann nicht Konfusstrahl machen und dann stehen wir mit vollem Leben mit Starmie vom letzten Pokémon. Und es gibt nur ganz wenige Pokémon, die Starmie nicht besiegen könnten.
Achso, er macht die Genesung. Nee, okay. Er macht die Genesung. Ja, war dumm von mir. Jetzt werden wir wieder verwirrt. Das war nicht perfekt. Die Genesung war zu greedy. Okay. Natürlich ist Konfuschstein nicht garantiert. Da hat er jetzt ein bisschen verkackt. Und es ist sehr gut, weil die Top-Genesung wird jetzt auch noch rausgespammt. Also wenn jetzt ein Überligi kommt, dann müssen wir nur einmal den Lebensbalken leer kriegen. Sami ist einfach Two-Shot. Und er geht raus. Das heißt, er hat einen Boden-Pokémon oder so. Noch ein Satzenia! Ah ja! Noch ein Satzenia. Da wir nicht mehr verlieren können. Du bist tot, oder? Exakt. Netter Versuch, Troy. Ja, das war nix. Da war der Chip von Donnerblitz zu viel. Das dachte ich mir nämlich. Stami. Und das war's. Damit gewinnen wir die erste Heavy Golem-Lock aller Zeiten. Das war ein lustiges Projekt, muss ich sagen. Vor allem die Liga mit dem Georock war zu wild. Wir können also an der Stelle festhalten, ich habe es geschafft, die Heavy Lock zu gewinnen in Pokémon Smaragd mit den 6 schwersten Pokémon zu jedem Zeitpunkt in meinem Pokémon-Team. Und ich muss sagen, ich hatte im gesamten Run hier relativ großes Glück mit meinen Gegnern. Hätte ich durch den Randomizer deutlich schlechtere Matchups bekommen, die ich mit meinem schlecht gebauten Team nicht hätte besiegen können, wäre es sehr, sehr hart geworden. Aber auch die beiden Groudons beispielsweise waren nun mal extrem gruselig, aber die konnte ich irgendwie outen. Aber gut, eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare, so wie immer. Ihr könnt mir auch gerne weitere Nuzlocke-Regeln vorschlagen, die ich hier mal ausprobieren soll. Aber wie gesagt, die leichtesten Pokémon zu spielen, das werden wir bald auch mal machen und das ist nochmal deutlich härter. Was man aber auch mal machen könnte, wäre die längsten oder die kürzesten Pokémon zu spielen, weil die Körpergröße der Pokémon kann man im Pokédex auch nachschauen. Aber gut, ihr könnt mir auch sehr gerne auf Twitch folgen, wo ich diese Runs hier regelmäßig live verspiele. Dieser hier wurde hier auch live verspielt. Und ihr könnt mir auch sehr gerne hier ein Abo da lassen, das würde mich so unterstützen. Und dann geht es bald weiter mit kommenden Challenge Runs. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.